Ja, YouTube. Heute mal rechtslenkend unterwegs und zwar im Toyota Aristo. Ja, das ist mal wieder ein ganz anderes Gefühl. Ich kenne das noch von meiner Toyota Supra mit dem Rechtsfahren, also rechts sitzen. Ja, hat auch auf eine Art und Weise irgendwas. Aber man muss natürlich aufpassen. Oftmals ist es so, dass man doch ein bisschen zu weit nach links kommt oder ja, habe auch mal einen Außenspiegel beschädigt dadurch. Aber passiert. Was soll man groß sagen? Ja, warum ist dieses Auto hier? Und zwar haben wir hier ein BPU verbaut, das heißt ein Basic Performance Upgrade. Basic Performance Upgrade, ja, wie erkläre ich euch das? Hier wird einfach nur am Hand vom Ladedruck Leistung gemacht. Ja, das heißt, man verbaut diverse Hardware und nutzt dann quasi den Ladedruck des Turboladers Leistung zu machen. In dem Fall Downpipe, in dem Fall Ladeluftkühler. Ein Ladeluftkühler ist rein theoretisch nicht zwingend erforderlich. Es macht aber natürlich Sinn, wenn man das Fahrzeug entlasten möchte. Ja. Was bei den japanischen Autos noch wichtig ist, es gibt einen sogenannten Fuel Cut. Fuel Cut sagt ja der Name schon. Da geht es einfach darum, dass diese Fahrzeuge bei, zumindest ist bei der Supra so, bei 1 Bar Ladedruck, wenn der länger wie 3 Sekunden mehr oder minder vorhanden ist, dann schellt er quasi die Benzinzufuhr ab. Ja, das fühlt sich für euch an, wie wenn ihr gegen eine Wand fahrt. Und genau das gleiche macht das Fahrzeug hier auch. Fuel Cut Defender ist bereits verbaut, allerdings nicht von uns, sondern vom Vorbesitzer des Kunden. Und wahrscheinlich ist auch hier irgendwo das Problem begraben. Ja, weil es kann nicht sein, dass der bei dieser Barzahl abschält. Fuel Cut kann man umgehen und zwar gibt es dann sogenannten Fuel Cut Defender. Der Fuel Cut Defender macht eigentlich nichts anderes wie in dem gewünschten Bereich, wo er nachher nicht abschalten sollte, der, ich sag mal so, Steuerleitung oder der Informationsleitung zu sagen oder vorzugaukeln, hey, wir haben immer nur noch 0,9 Bar Ladedruck oder 1 Bar Ladedruck, in dem Fall 0,99 Bar. Weil bei 1 Bar Ladedruck bei 3 Sekunden würde das Fahrzeug sofort wieder die Benzinzufuhr zurücknehmen bzw. abschalten. Und deswegen verbaut man einen sogenannten Fuel Cut Defender. Der Fuel Cut Defender, wie schon gesagt, der sitzt in der Signalleitung und gaukelt dann quasi dem Steuergerät vor, du bist immer noch bei 0,9 Bar, du bist immer noch bei 0,9 Bar, obwohl wir schon viel, viel weiter sind. Ja? Und das ist das Thema, was hier vermutlich das Problem ist. Ja. Also es ist zwar was verbaut, es ist alles soweit in Ordnung, das Auto fährt auch, aber er schält quasi die Spritzufuhr ab, obwohl Zusatzpumpe verbaut ist. Wie schon gesagt, Downpipe wird noch verbaut, gerade Thema Wärmeabfuhr und Ladeluftkühler. Ja, da wird man auf jeden Fall uns ranmachen, Indizien suchen, was ist da passiert, warum schält er ab oder warum fährt das Fahrzeug nicht den vollen Ladedruck. Wichtig war mir nur euch einfach schon zu erklären, was bedeutet Fuel Cut, was macht ein Fuel Cut Defender und was ist eine BPU, weil das wissen viele nicht. Ja, ich denke, das haben wir in dem Video oder habe ich in dem Video erklärt. Ein Tacho-Video wird, denke ich mal, relativ schwer momentan. Auch sind die Wetterverhältnisse nicht wirklich gut. Ich würde jetzt euch gucken, dass ich euch noch ein kleines, weil hier schneit es nämlich, wie ihr auf der Frontkamera seht. Ich würde euch versuchen, noch ein kleines Frontvideo zu machen. Also ein Soundvideo für lauter hin und her. Kleines Soundfile. Ja, und dann sehen wir weiter. Jetzt würde ich sagen, gebe ich gleich ab, machen wir ein kleines Soundfile, dann sehen wir weiter. Nehme ich euch aber noch ein paar Meter mit, machen wir mal ein bisschen Leistung. Der Boost Controller sitzt hier unten.
solange wir keinen vollen Ladedruck fahren. Wir sind gerade aktuell gerade 0,8 bar gefahren, da ist alles völlig in Ordnung. Also das Fahrzeug macht erst bei diesem bar das Problem und sollte aber eigentlich problemlos bis 1,25 bar durchlaufen. Das ist so das, was der Lader ab kann. Also wie schon gesagt, die Europalader sind Keramiklader bei der Supra in dem Fall. Ist einfach so, dass die 1,2 bar ab können. Die Ami-Lader, die können angeblich sogar 1,4 bar. Da kann ich jetzt nicht drüber mitsprechen. Das sind, soweit ich weiß, Stahlräder. Die können deutlich mehr, aber wie schon gesagt, bleiben wir bei der Geschichte hier mit dem Toyota Aristo. Jetzt versuche ich mal kurz die Kamera umzustecken. Und dann mache ich euch kurz ein Video und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nachher. Ciao.
morgen noch auf dem Prüfstand gewesen mit einem Audi S5. Allerdings, ja, seht ihr selber, wir haben momentan Schnee. Da wird es relativ schwer. Wir haben leider auf dem Audi S5 Sommerreifen, das heißt, das ist viel zu gefährlich. Deswegen machen wir jetzt für euch dann den Aristo voll fertig. Richtig Laune mal mit der Rechtslenker zu fahren, da bin ich ehrlich, also das ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, das ist, ja, kennt man halt so nicht, das ist klar, wenn man jetzt ein paar Monate fährt, dann ist auch wieder langweilig, aber jetzt so das erste Mal, macht es einfach richtig Spaß. So, dann wollen wir mal abbiegen und ein bisschen umdrehen. Mal gucken, was der Kleine für einen Wendekreis hat. Der kleine süße Schnuckelputzel. Ja, das reicht sogar wunderbar. Ha? Ja, da wollen wir doch schon ein bisschen Gas geben. Scheibenwischer ist und rechts der Blinker, so wie es sich gehört.